So, für mich ist eine Sekunde vergangen, für euch keine Ahnung wie lang. Wir werden ja sehen. So, ich war in der letzten Folge ja so gesehen beim Thema Roller stehen geblieben, beziehungsweise Maschine, also 125er. Und wie gesagt, da kann man jetzt auch noch, ich sag mal, rumphilosophieren, ne? Mit 125er ist man natürlich schon schneller und alles. Aber natürlich, wie gesagt, so ein Roller, der hat auch seine Vorteile, weil, wie gesagt, der ist halt billiger, ne? Und alles, aber der ist halt so langsam. Da hat auch irgendwann mal in einer Dokumentation jemand, also ich habe mir in den letzten Tagen ziemlich viele Dokumentationen halt angeschaut, einfach so über das Thema. Und hat dann einer ganz schön passend gesagt, stellen Sie sich das mal vor, Sie fahren über eine Landstraße mit dem Roller und der kann nur 25 fahren. Da kommt man sich bescheuert vor. Ne? Und das fand ich einfach, das fand ich gut. Das, ja, ne? Dass er das so gesehen gesagt hat. Er war halt selber Rollerfahrer, ne? Hat das Ding hochgetunt, das finde ich auch nicht gut, weil das, ja, wenn, dann sollte man bitte sehr dazu stehen, dass man nur eine Fahrerlaubnis bis 25 hat, ne? Also bitte. Weil ansonsten ist dieses gesamte Führerschein-Gehabe da totaler Schwachsinn, dann braucht man auch keine Fahrbescheinigung, um das Ding dann zu fahren, weißt du? Ne? Das ist richtig teuer, so ein Ding da zu tun. Das ist, also beziehungsweise nicht das zu tun, wenn man erwischt wird. Das habe ich nämlich auch dann mitbekommen, dass das richtig teuer sein soll. Ne? Also billig ist was anderes. Ich glaube irgendwie alleine an Bußgeld dann halt schon 100 Euro. Und alles kommt auch immer auf die Geschwindigkeit halt an, ne? Also wenn das Ding jetzt nur 5 km/h zu schnell ist, ne, dann gibt es da natürlich noch keine 100 Euro Bußgeld, ne? Aber das ist, also, ich möchte das nicht zahlen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, und außerdem kriegt dann auch noch der, also so gesehen muss man zweimal zahlen. Zum einen kriegt der, also beispielsweise, wenn man jetzt halt ein Jugendlicher ist, dann muss man selbst die 100 Euro zahlen und nochmal der Versicherungs... ja, die Person, auf die die Versicherung läuft, muss dann auch zahlen. Und das finde ich auch schon, also das ist übel, wenn jetzt beispielsweise mal, wie gesagt, der Papi oder so die Versicherung dann halt übernommen hat. Und komm mal nach Hause, ja, Fadi, du musst auch ein bisschen blechen, weil ich ja meinen Roller da getuned habe oder beziehungsweise keine Drossel oder so mehr drin habe. Gott, ihr könnt euch vorstellen, wie die Eltern dann, denke ich mal, ausflippen. Also, ja, kann man aber auch verstehen. Also, muss ich sagen, ist man dann aber auch selber schuld und alles, ne? Und ich habe hier übrigens vergessen, einen Setzling zu setzen. Das mache ich dann eigentlich mal kurz. Ach, da hatte ich sogar noch welche. Na gut. So. Naja, wie gesagt. Das ist... Ich finde es einfach blöd, sowas zu machen. Es kostet nur unnötig Geld und wie gesagt, dann, ne, wenn man 2-3 Mal erwischt wurde, dann kann man auch einen 125er machen an Führerschein. Das ist also, Entschuldigung. Es ist dann von den Kosten her so gesehen das gleiche, bis auf die Versicherung. Und natürlich Verbrauch, ne. Aber das Ding fährt schneller, verbraucht also auch ein bisschen mehr. Weil es halt allgemein, wenn man mich jetzt so fragen würde, ich würde immer zu dem richtigen Führerschein halt so gesehen hintendieren. Also nicht nur eine Fahrerlaubnis, weil durch den Führerschein jetzt, wenn ich den jetzt mache, dann darf ich auch, dann habe ich keine Probezeit mehr, wenn ich Autoführerschein mache. Beziehungsweise schon noch. Also ich habe zwar eine Probezeit so gesehen, nur halt, Gott, wie erkläre ich das? Aber obwohl es eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich habe jetzt die 2 Jahre Probezeit, die für den Führerschein eigentlich normal sind, Autoführerschein halt normal sind. Ja, die habe ich jetzt. Und wenn ich dann einen Autoführerschein mache, dann habe ich die nicht mehr so gesehen. Beziehungsweise dann habe ich nur noch die Zeit, ja, die ich dann halt absetzen muss. Das heißt, wenn ich in einem Jahr dann einen Autoführerschein mache, ja, dann habe ich noch ein Jahr Prüfzeit. Prüfzeit? Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. So. Hier machen wir übrigens wieder Folgendes. Hier machen wir so einen kleinen Gang. Weil ich finde das da mit so kleinen Schleusen, sag ich mal, so immer wieder so ein bisschen angenehmer. Ja,
Immer auch schon gut was an Sand jetzt eigentlich. No. Wenn wir das erstmal wieder alles brennen und so, ne, dann machen wir erstmal was. Ich tue mal hier einfach jetzt gerade alles rein. Wobei, ich wollte. Nee, ich wollte Glas. Stimmt ja. Ne, Glas, 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 Glas. Okay. Mann. So. Da. Kurz nochmal rein. Und ich finde ja dann auch, die Leute, die ja, also man, wie gesagt, ist ja, nee, warte mal, ich war ja gerade bei der Probezeit, stimmt, ich setze jetzt da mal wieder an. Probezeit also. Und Schinkenmakaroni. Wenn ihr versteht, ne? Ja, also ihr versteht jetzt alle. Nee, ich brauche nur einen. Den Rest können wir hier hinlegen. Also Probezeit ist ein Vorteil und man hat viel mehr Praxis, BZW, Theorie. Also ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen. Ich glaube, es sind bei einem Roller, beziehungsweise bei so einer Fahrbescheinigung, Rollerfahrbescheinigung, ich glaube, da hat man zwei. Oh, ist ja praktisch. Ich glaube, da hat man. Nee, noch nicht mal. Ich meine, 6 Theoriestunden und eine oder beziehungsweise 90 Minuten Praxis. Und dann hat man das Ding. Dann muss man halt noch theoretische Prüfung machen. Und dann muss man sich noch dreimal auf dem Platz oder so im Kreis drehen. Und dann halt noch zu zeigen, dass man so gesehen ein bisschen Roller fahren kann. Dass man nicht nach 2 Metern direkt umkippt. Soweit ich weiß, ne? Ich kann das jetzt nicht genau sagen. Das habe ich jetzt nur gelesen, beziehungsweise aus Hörberichten so gesehen, also wo ich das von jemandem gehört habe, so gesehen, ne? Also auf gut Deutsch, es sind hier keine Aussagen aus erster Hand. Und bei dem A1er, den ich jetzt mache, hat man 12 Theoriestunden, beziehungsweise 12 mal 90 Minuten an Theoriestunden. Grundwissen so gesehen, also Verkehrszeichen und alles drum und dran halt so gesehen, das was für alles gilt, so gesehen, ne? Und halt auch Autobahnen, ne? Da kommen vermutlich dann die anderen 6 Stunden her, die Autobahnen, ne? Also so gesehen einfach Grundstoff, ne? Den man für gewöhnlich bei jedem, ich sag jetzt mal, ordentlichen Führerschein dann halt lernen muss. Und dann habe ich 4 Stunden Klassen Stoff so gesehen, also in meinem Fall halt dann A1er, also rund ums Motorrad, ne? Und dann geht's auch schon so gesehen an die Prüfung, ne? Prüfung gemacht und alles, dann Schinken-Makaroni gewonnen und so. Und dann geht's eigentlich auch schon los mit der Praxis. Die Praxis, meine ich, besteht aus ja jetzt bei meiner Fahrschule hier jetzt gerade, die haben heute so gesehen von, also so als Beispiel, 3 Fahrstunden, die halt ohne irgendwelche Besonderheiten, sag ich mal, sind, die einfach nur da sind, um so gesehen zu zeigen, ja, hier, guckt mal, ich kann mit dem Ding mehr als 2 Meter fahren, ohne direkt umzukippen. Das kann, das aber, das variiert ja. Das kann nach einer Stunde, kann der Fahrlehrer schon sagen, Mensch, mach's top, brauchst du nicht mehr. Ne, der kann aber halt auch noch 5 weitere Stunden brauchen, ne? Und dann gibt es noch 12 Sonderfahrten. Das ist dann zum Beispiel Dunkelfahrt oder was waren das noch? Ich könnte eigentlich mal das Formular holen. Bin ich aber, wenn ich ehrlich bin, zu faul zu jetzt gerade. Ne, aber das war halt dann Dunkelfahrt oder Dunkelfahrt und Dunkelfahrt. Ne, Gott, was gibt's denn da alles? Da gab es noch die Autobahn, die Überland, meine ich. Und was weiß ich halt alles noch. Halt so gesehen, noch 5 besondere Fahrten, könnte man sagen. Nee, wisst ihr was, ich hole das jetzt mal gerade. Eine Sekunde. So, eine Sekunde. So. Sollte man das gerade mit der Sekunde noch gehört haben, dann ist das mir egal. Also ich habe das jetzt hier stehen. Nee, da hatte ich recht.
sogar. Das sind 12 Sonderfahrten, 5-mal Überland, beziehungsweise Bundes- und Landstraßen und dann noch 4-mal Autobahn und 3-mal Dunkelfahrt, das heißt beziehungsweise beleuchtet. Ja. Ja. Und das muss man alles so gesehen machen, damit man in die Praxis rein, also damit man die Praxis, die praktische Prüfung machen kann. Na? Da kommt es ja auch wieder darauf an, wie oft verkackt man und alles. Na? Alter, das glaubt man nicht, wie. Also ich persönlich finde den Unterschied echt riesig. Na? Und das ist übel, finde ich, persönlich. Aber naja. Ja, ich wollte was essen. Ich wollte mal vielleicht einen Apfel probieren. Wie viel der hergibt wieder. Komm, essen wir einfach mal. 1,5, 1,5. Ja! Beziehungsweise 2 sogar. Aber ach, guck mal, schon wieder. Mich hier die ganze Zeit fällen. Bäume fällen hier die ganze Zeit. Warte mal, wo ist meine Holzaxt? Glaube ich irgendwie nicht dran, dass sie schon weg ist, wollte ich doch. Genau das meine ich doch. So. Ne, aber. Naja. So ist das mit dem Führerschein. Aber im Endeffekt muss ja jeder selbst entscheiden, was er macht. Weil, ja, ist halt so. Ich würde halt einfach nur aus Vorteilsgründen eigentlich immer den, ja, den anderen, sag ich mal. Den 125er hierzulande A1er genannt machen, weil lohnt sich mehr. Man hat mehr davon. Sagen wir es so. Außerdem, ich sag's mal so, es macht mehr was her, wenn man da mit einer Chopper oder was weiß ich oder mit so einer KTM da ankommt, als wenn man da mit so einem kleinen Pissroller ankommt. Jetzt als Beispiel. Also das ist auch noch so ein Grund. Naja. Aber das soll nicht nur der Grund sein. Also bitte jetzt nicht so nach dem Motto gehen, so, ja, der Hubert, der will doch eh nur cool sein, ne? Der zockt ja die ganze Zeit, da muss der natürlich irgendwie so auch sich da in die Gesellschaft einbinden. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Das muss der Hubert nicht. Muss der Hubert nicht. Der nämlich schon lang. Nein, Spaß. Nee. So. Ist jetzt aber auch egal. Über das Thema können wir auch später nochmal reden in anderen Folgen. Ich halte euch auf jeden Fall, denke ich mal, auf dem Laufenden, ne, wie das da so läuft. Und wie gesagt, es könnte sein, dass halt jetzt noch weniger erstmal kommt an Let's Plays. Wegen halt diesem Führerschein. Wegen halt der vielen Theoriestunden. Ich glaube, würde ich einen Rollerführerschein machen, ich würde mich sogar zu sehr, beziehungsweise eine Rollerprüfbescheinigung, beziehungsweise Fahrerlaubnis. Ich glaube, da würde ich mich so schon fast zu sehr für schämen. Nein, Spaß. Also ich kann die Dinger nicht ab. Ich kann die Dinger einfach nicht ab. Also ganz ehrlich. Da wird mir auch jeder, der mal eine ordentliche Maschine gefahren ist, der wird mir da auch eigentlich beipflichten. Der wird sagen, nee, was will ich denn mit so einem Ding? Kann ich mit dem Fahrrad, kann ich da hinterher fahren? Na? Und das ist es nämlich. Man kann mit einem Fahrrad hinterher fahren hinter so einem Roller. Ganz meiner 125er nicht. Also ganz, also jetzt nochmal, doch, jetzt bin ich da so auf diesem Thema gerade fixiert, sag ich mal. Nur um das nochmal kurz zu gesehen zu erwähnen. Na, 125er. Scheiße. Kacke. Nee, warte, was wollte ich jetzt sagen? 125er Roller? Ah, ja, stimmt, Roller. Ich finde, das lohnt sich halt schon nicht, weil man kann mit dem Fahrrad fahren. Ganz ehrlich. Und vor allem, wenn du eine Drossel drin hast, ne, es gibt ja manche, also manche Drosseln, die drosseln ja auch runter, wenn der Roller rollt, ne? Also wenn der so wie Motor aus ist und Berg runterrollt, als Beispiel. Dann drosseln die ja auch runter. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle machen, aber ein paar machen es meines Wissens nach. Und das ist natürlich auch übel, ne? Wenn du einen Berg runterrollst und die Drossel dann so gesehen sagt, nee, so geht das nicht. Ne?
Obwohl, nee, warte mal. Oder habe ich hier gerade Bullshit oder? Ach, egal. Wie gesagt, laut meinem Wissensstand, ich bin aber auch nicht so unbedingt der Technikfreak im Punkto Drossel und alles drum und dran. Ne? Ich weiß halt nur, hinten beim Moped bzw. beim Roller den Schalldämpfer raus. Und dann hat man schon mal den ein oder anderen kmh, den man schneller ist. Mehr muss ich. Ach doch, Gameboy Tuning, das kenne ich auch noch. Das ist auch eine witzige Sache, aber hey. Nee, aber jetzt, man stelle sich vor, man rollt mit so einem Scheißroller einen Berg runter. In Anführungsstrichen Scheißroller. Mensch, ich will ja hier eigentlich keinen beleidigen, sag ich mal. Oder von niemandem das beispielsweise Hobby. Ne? Aber man fährt mit so einem Roller, fährt man einen Berg runter und plötzlich zieht an einem ein Fahrradfahrer vorbei. Oder man fährt über die Landstraße und plötzlich zieht an einem ein Fahrradfahrer vorbei. Das ist, Entschuldigung, aber das ist demotivierend. Das ist genauso demotivierend, wenn du, wie wenn du auf einem, in einem Auto sitzt und plötzlich fährt an dir ein Roller vorbei. Das ist, jetzt, ich weiß, es klingt jetzt auch schon wieder so, ach ja, das ist, da. Nee, aber es ist einfach so. Das ist aber genauso, wie wenn du in einem, Gott, jetzt so ein ganz absurdes Beispiel, wenn du in einem Panzer sitzt und eine Fliege furzt dich um. Also, das ist genauso demotivierend einfach, weil das ist so, das Größenverhältnis passt halt nicht, sagen wir es so. Ne? Und ich finde das Thema eigentlich so unnötig hier gerade, aber hey, das ist eigentlich, vielleicht, ich kenne jetzt gerade nicht so unbedingt meine Analytics zum Punkto Alter. Aber vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen mittlerweile schon. Oder vielleicht ist er ja noch am Überlegen. Ich kann bis jetzt schon aus Erfahrung reden. So gesehen, es lohnt sich, solange man lang genug fährt. Weil mein Bruder, der ist ein paar Jährchen älter als ich, 6 bzw. 5,5, ne? Der hat also so gesehen vor 5,5 Jahren hat er das gleiche hier gemacht, nur nicht dabei Let's Played. Denn da hat er halt auch einen Führerschein und alles gemacht für die, für eine, ja, für eine 125er. Und ja, auf jeden Fall hat der dann einigermaßen schnell zwar aufgehört, das Ding zu fahren, weil die Maschine auch einfach, ich sag mal, Schrott war. Dies beim Regen ist die ausgegangen, das müsst ihr euch mal vorstellen, also das geht nicht. Ja, aber trotzdem hat er das halt auch alles gemacht und ich bin manchmal als Beifahrer halt mitgefahren. Und meine Fresse hat das Spaß gemacht. Das war, ich sag's mal so, das war einfach super. Das war ein tolles Gefühl, weil man fährt halt, ne? Und man denkt sich so, cool. Du fährst hier gerade mit 80 km/h, ne? Das kannst du mit dem Fahrrad nicht, ne? Daraufhin war hier auch dann in der Straße, oh Gott, das war übel. Freue ich mich ja sowieso jetzt auch schon wieder darauf, wenn das dann vorkommt, ne, wo Jan jeder, wirklich jeder irgendwie so getan hat, als wäre sein Fahrrad ein Motorrad und alles, ne, wo dann hier. Ne, ja, also ich hatte Glück. Ich habe hier den Günther Fox, den ihr nicht mehr kennt, weil der YouTube-Account geschlossen ist. Und auf jeden Fall habe ich halt einen Kumpel gehabt, beziehungsweise habe ihn immer noch. Ne, der hat halt, Gott. Wenn du das hier siehst, Günther, ne? Du bist einfach nur bekloppt, was er früher an unserer Fahrräder halt dann dran gebastelt hat. Da hat er einen Lautsprecher und einen Dynamo, hat er so gesehen verbunden, sodass der Lautsprecher so gesehen Motorsound macht. Das müsst ihr euch mal, also, wer, Entschuldigung, aber wer kommt auf so eine Idee? Wer ist auf so eine, wer kommt da drauf? Ne? Und auf jeden Fall hat halt alles geklappt und so. Und dann sind wir hier echt durch meine Stadt gefahren, so gesehen, mit diesem Motorsound. Und was, das fand ich persönlich richtig übel, er hat Blinker am Fahrrad befestigt gehabt. Am Fahrrad befestigt? Er hat Blinker fürs Fahrrad gemacht. Sagen wir es so. Und das finde ich schon eine ordentliche Leistung, so gesehen. Es ist jetzt nichts, wofür man einen Nobelpreis oder so verdient hat, weil das hat, das wurde früher schon mal gemacht, das weiß ich ganz genau. Aber ich finde es trotzdem noch ziemlich krass. Weil, wie alt waren wir da?
Er müsste jetzt, nee, 27 ist er jetzt nicht. Ich glaube, er ist 22. Gott, nein, das kann auch gar nicht sein. Der. Doch, klar. Der war da 17 bzw. 16. Also, so in diesem Zeitraum hat der halt schon so Blinker fürs Fahrrad gebaut. Und das fand ich übel. Ich bin jetzt gerade am Angeln, um halt mir ein bisschen was hier zu holen. Das, wie gesagt, das fand ich schon Respekt an ihn. Und er hat halt dann noch ganz andere Sachen gemacht, wie Bremslicht fürs Fahrrad und alles. Also er hat sich schon ordentlich da ins Zeug gelegt, um halt zu sehen, unser Fahrräder wie ein Motorrad aussehen zu lassen. Wir hatten dann auch irgendwann, haben wir zufällig bei uns in der Nähe, auf einer größeren Wiese, dann nicht Kunststoffräder. Ich will gerade Kunststoffräder sagen. Nummernschilder gefunden. Also Rollernummernschilder, die halt alle schon abgelaufen waren und so. Haben wir halt gefunden. Da haben wir dann ans Fahrrad dran gemacht. Und so. Also es war schon episch. Wir waren echt, also. Ja. Vor allem, also ich hatte so eine ganz komische Technik. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich habe meinen Dynamo an dem Profil schleifen lassen, sage ich mal. So gesehen, dass der Dynamo die ganze Zeit beim Profil hochspringt und das klang halt echt wie so ein, das klang wie ein Motor. Kann man, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dann, wir sind dann so einen Berg runtergefahren. Ja, Berg kann man es nicht nennen. Auf jeden Fall halt eine Erhöhung runtergefahren und ich dachte, ey, ernsthaft, hinter mir ist ein Auto. Dachte ich wirklich die gesamte Zeit. Gut. Das war so halt, ne? Das war übel, finde ich immer noch. Also. Aber hey, das hat dann auch alles so ein bisschen aufgehört, als dann mein Bruder halt nicht mehr so oft gefahren ist und alles. Und wie gesagt, da bin ich mal gespannt, wie, weil wir haben viele, ne, eigentlich haben wir gar nicht mehr so viele Jüngere hier in der Straße. Ich glaube, das sind mittlerweile nur noch ein paar, beziehungsweise weil viele weggezogen sind. Ich meine, darum sind das jetzt nur noch 2, BZW 3, BZW 4, 4 müssen es sein. Also 4 etwas jüngere, so im Alter 10 und alles. Ne? Und natürlich, wenn man 10 ist und so, und dann plötzlich hört man so ein lautes Geräusch daneben sich. Was will ich eigentlich gerade machen? Ich will mir eigentlich was zu essen holen. Ach komm, weißt du was? Jetzt will ich mir hier das verrottete Fleisch rein. Denn plötzlich hört man halt, wie gesagt, neben sich, so gesehen, so ein fettes Geräusch, und ein riesiges, total lautes Motorgeräusch, ne, dann guckt man natürlich schon mal. Das guckt, macht man jetzt, macht man ja auch noch mit 15 und vermutlich auch noch mit 25, ne? Und dann denkt man sich natürlich auch so, boah, das will ich später auch mal haben, so. Ne, und da bin ich halt dann so gespannt, wie das hier, ich sag mal, in der Nachbarschaft ankommen wird, yo. Ne? Och, Minecraft. Die ganze Zeit warst du ruhig. Und jetzt gibst du mir Musik. Das ist aber nett. Ich versuche, wie gesagt, immer noch Musik herauszufinden fürs nächste Mal, beziehungsweise für die nächsten Aufnahmen. Aber ich finde einfach nichts. Ich finde nichts Passendes. Ich habe gerade auf den Timer geschaut, also nicht wundern, warum ich gerade so ein bisschen rumstand. Tja, so ist das hier in Minecraft. Jetzt auch, wir haben 2 Folgen lang, haben wir hier nur rumgebuddelt. Das muss ich auch mal vorstellen. Das war natürlich jetzt perfekt. Nee, man buddelt 2 Folgen hier rum und hat so gesehen fast nichts erreicht. Uff, total. Was mache ich denn da? Am besten ist es, ich erstelle mir mal kurz eine Truhe. Das hier kann man mal kurz in Holz umwandeln. Schau, dann machen wir hier Folgendes. Bauen wir uns mal hier eine lecker Trüchen. Dann tun wir das hier erstmal so hin. Hier kommt dann auch einfach noch so eine in die Ecke, weißt du. So, und dann tun wir hier nämlich jetzt alles rein. So. Ja. Ja. Ja, die Angel können wir auch einfach erstmal reintun. Und jetzt gehen wir dann auch schon wieder raus. Aber ich hab, also, ich finde schon, dass wir hier was erreicht haben, ne? Zwar ist vielleicht nicht allzu viel, aber wir haben was erreicht. Und das reicht mir auch schon. Wow. Hört, 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 hört.
Ich habe was erreicht und das reicht mir. Aber ach Gott, ich freue mich jetzt schon eigentlich auf mein Bett. Weil mir ging es heute auch am gesamten Tag nicht so doll. Also mir geht es auch immer noch nicht so geil, aber beim Aufnehmen, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir geht es so bauchtechnisch nicht so gut gerade. Sagen wir so. Zum Glück, morgen habe ich frei. Aber das interessiert euch eh nicht. Und das Aufnehmen lenkt mich doch ordentlich ab. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Da denke ich halt mal nicht dran. Zum Beispiel eben, als ich mir da die Unterlagen geholt habe. Da hat es dann schon wieder ein bisschen rumort, ne? Aber hey. Also mir geht's, solange ich sitzen kann und alles, geht's mir noch gut genug. Geht ja, Gott, ich hatte ja letztes Jahr und dieses Jahr, also letztes Jahr hatte ich eine beginnende Lungenentzündung, dieses Jahr hatte ich eine beginnende Lungenentzündung. Das klingt zwar total doof, aber das stimmt so ungefähr, sag ich mal, ne? Also ich war so gesehen kurz davor, nochmal eine zu bekommen. Und Gott, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr nicht mehr wenn ihr euch wirklich nicht an den PC setzen könnt, weil sobald ihr sitzt, wird euch schwindelig und das ist sau anstrengend und alles. Ja, dann ist es vorbei, Leute. Dann ist erstmal vorbei. Dann solltet ihr auch wirklich, dann sollte man auf seinen Körper hören und am besten nicht vorm PC sitzen. Na? Weil das ist dann doch das. Das ist übel. Das ist. Lass mal so, das ist eine üble Situation für den Körper dann, weil. Ja, der leidet doch schon ganz ordentlich, sag ich mal. Wenn man dann auch noch, also eine Lungenentzündung ist ja meistens mit etwas höherem Fieber, ne? Sagen wir es mal so, ich hatte irgendwie mehrere Tage lang 39, was weiß ich, an Fieber, ne? Muss man sich auch wieder, wie gesagt, vorstellen, ne? Mehrere Tage 39 Grad Fieber. Das geht aufs Herz, meine Damen und Herren. Das geht aufs Herz. Also das geht allgemein, das geht ziemlich an die Substanz. Also man. Ne. Ich war 2 Wochen danach, war ich immer noch nicht ganz fit. Bin auch heute noch nicht fit, aber gut, das liegt an was anderem. Das liegt einfach nur an meiner Faulheit. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ich bin tot. Blah. Verdammt, habe ich nicht drauf geachtet. Naja, egal. Wenn ich zumindest ein bisschen was an Leveln wieder bekomme. Ist das alles in Ordnung? Doch, hier war wohl was, aber das interessiert mich nicht. Na, verdammt, jetzt sind wir wieder Level 1. So ekelhaft. Ekelhaft. So. Nee, Leute, nee, Leute, nee, Leute. So viel erzählt. Und auch ein bisschen was geschafft. Also dafür, dass wir hier halt unter Wasser sind, haben wir was geschafft. Und ich versuche mal, eventuell kriegen wir für die nächste Aufnahme. Nee, obwohl für die nächste vermutlich nicht. Für die überübernächste dann vielleicht den Dr. Zi oder so nochmal hier mit reingezogen. Nochmal ist relativ. Dann halt hier reingezogen. Und dann können wir mit dem Dr. Zi hier ruhig mal eine kleine Runde aufnehmen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Wenn hier zwei Leute die ganze Zeit rausgehen und buddeln und alles. Au, 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 au. Oh, ich lebe. Ah, gehe ich nochmal raus? Gehe ich nochmal raus? Ich meine, Folge ist eigentlich vorbei. Warte mal, ich mache Folgendes noch. Folge vorbei und ich mache Folgendes noch. Habt ihr den Wortwitz verstanden? Ja, ich nicht. So. Jetzt gehen wir hier wieder rein. Oh, ich höre einen Zombie. Mach ich mal lieber die Türen zu, weil ja die altbekannten Wasserzombies, ne? Nee, Spaß. Späßle beiseite. Wo ist mein Steinschwert? Und da war mein Steinschwert. Plus Eisenschwert. Jetzt gehen wir doch mal hier runter.
So, da. Hallo? Ach, da steht der. Unser Krawallbruder hier. Ui. Hey. Ah, wir sind Level 1. Nee. Haben wir hier hinten noch was? Nö, ne? Nö. Hier können wir auch eventuell so eine kleine Monster-Spawn-Etage machen oder so, ne? Kann man ja mal schauen, ob man das macht. Damit wir da das so gesehen, dass wir da einfach nur einen dunklen Raum haben, auf dem dann halt immer wieder Monster spawnen sollen. Ob sie es natürlich machen, ist fraglich. Ich gehe jetzt doch mal hier hin, um vielleicht nochmal das ein oder andere Skelett oder so zu töten. Oder den einen oder anderen Creeper. Ach, ich höre einen Slime. Wie gesagt, ich höre hier irgendwo einen Slime. Grab mal hier die Erde weg. Aber wenn ich hier nicht so, ich sag mal, direkt fündig werde, dann lasse ich das halt. Nee. Das wird hier nichts. Da finde ich nichts. Oh, hier haben wir noch Eisen. Gehen wir jetzt hier erstmal wieder rüber. Ja, da oben haben wir eine Fledermaus. Da unten soll irgendwo nochmal ein Zombie sein. Aber um den will ich mich jetzt gerade gar nicht erst kümmern. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Huch. Kannte ich das etwa schon? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da haben wir Kohle her, oder? Kann auf jeden Fall sein. Oh, hier geht es ja noch weiter runter. Oh. Da haben wir auch wieder einen Creeper. Oder auch. Und haben wir da etwa... Na, nur warte mal. Ja! Tatsächlich! Ein Minenstollen. Ich bin entzückt. Entzückt. Tja. Hoffentlich kann ich mir das bis zur nächsten Aufnahme merken. Weil da jetzt noch reinzugehen wäre äußerst dämlich. Übrigens wäre dämlich mit Harsche. Nee, warte mal. Das war falsch. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. So war das. Ja. Wiss. Wiss. Wä? Wä? Hero Brian? Wä? Okay. Das war jetzt echt... Das verwirrt mich jetzt. Ich sollte mich ins Bett legen und schlafen. Und zwar im echten Leben. Nicht nur hier. Früh hat man denn mittlerweile eigentlich? Früh. Sagen wir es so. Nein, also es geht noch vollkommen in Ordnung. So. Na, ich kann nur nachts schlafen. Aber ich habe jetzt eigentlich... Ach komm. Ach komm. Machen wir noch Folgendes. Warte mal, hier hatten wir noch. Obwohl, wir haben eigentlich haben wir ja noch genug Eisen. Also von daher nehme ich einfach eine Eisenspitzhacke mit und baue mir noch eine. Steinspitzhacke, schnell. Ja. Und dann gehen wir jetzt doch nochmal. Kurz in die kleine Mine. Zumindest schon mal rein. Ah, warte mal. Quatsch. Bin ja auch ein Idiot. Wo haben wir mein Holz? Wo ist mein Holz? Ich habe gar keine Nummer. Doch, doch, da.
Season 8. Season 8 Holz machen wir jetzt ein paar Sticks. 16, um genau zu sein. Und mit diesen 16 Sticks machen wir jetzt 24 Fackeln. Gib mir meine Sticks. Nein, kommst du wieder her? So, jetzt gehen wir runter in die geheimnisvolle Horle. Nachdem ich mir noch zweimal Fisch mitgenommen habe. BZW. Ich will den jetzt nicht essen. Kann ich das Spinnenauge nicht noch essen? Hallo. Oh doch. Hm. Das hat es jetzt gebracht. Wie lange bleibt das jetzt so? Gut. Nicht lang. Man hat mir zwar auch jetzt nicht so viel an Leben gebracht, aber hey. An Brot. An Brot hat es mir nicht viel gebracht. Ich muss aber auch versuchen, da jetzt dann noch diese Folge wieder rauszugehen, weil ich möchte jetzt die Folge, die habe ich schon schon überzogen. Also von daher, machen wir hier einfach eine Stundenfolge raus, wisst ihr was? Machen wir einfach 3 Stunden draus, machen wir einfach ein... Ich gehe jetzt live und dann machen wir hier einen Livestream daraus. Was bist du denn? Ah, ein Skelett. Das au. Natürlich jetzt, wo man es nicht gebrauchen kann. Au. 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 Oh, jetzt natürlich. Ausgerechnet jetzt geht's kaputt. Bis eben hat das Schwert gehalten, ohne Probleme, kein einziges Problem ist aufgetreten. Und jetzt kaum ist man im Kampf, geht das Ding kaputt. Gut, wo soll es auch sonst kaputt gehen? Komm du erstmal hier hoch. Dann komme ich vielleicht runter. Uah, ihr seid ja zu zweit. Das ist doch unfair. Das sollte euch aber bewusst sein. Ich sollte hier vielleicht auch noch Licht machen. Na bitte. Schon besser. Wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Wie ein Igel. Wie ein ganz normaler kleiner Igel. Na, wie weit kann ich mich hier runterarbeiten? Da kann ich mich einen weiter runterarbeiten. Und jetzt kann ich mir dort so eine kleine Treppe bauen. Guten Tag. Lassen Sie mich bitte... Ich sagte, lassen Sie mich bitte durch. Ach, da sind Rubine. Fällt mir doch direkt auf. Das fällt mir direkt ins Auge. Wenn wir hier nur jetzt durch das Holz buddeln. Das ist schwer. Ach komm. Ich mach mal einfach den Stein weg. Und hier Rubine. Ich weiß gar nicht, womit man die abbauen kann. Gut. Mit einem Schinken-Makaroni-Brot. Warte mal, die Dinger kann ich auch hier mit abbauen. Ich nehme jetzt hier nämlich einfach ein paar Schienchen mit. Weil ein paar Schienen sind immer praktisch. Geht's da tief runter? Ich will es gar nicht wissen. Ich will das jetzt gar nicht wissen. Mal das so. So. Hier auch kein Problem mehr. Jetzt muss ich hier erstmal Licht machen. Hier haben wir auch noch Zeug. Ah, ich will doch hier wieder irgendwo eine Spinne rumkraxeln. Das missfällt mir schon wieder. Uah! Verflixte Mistviecher. So. Na gut, hier hätte ich auch wieder hochgekonnt, aber hey. Ja. Wo bin ich denn jetzt? Machen wir uns hier erstmal wieder ein bisschen Licht. Ja. Danke. Sehr gut. Ein Holzstück. Und ein ich hätte gerade schwören können, ich hätte einen Creeper zünden hören. Ja.
Apropos Creeper. Ja, ach Gott. Ihr wollt also. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh nein. Buje. Ich bin tot. Ich bin noch so gut wie tot. Ich muss Fisch fressen. Ich muss vor allem jetzt Folgendes machen. Ich muss hier abbauen. Jung. Das wäre noch schöner gewesen. Na, das wäre noch besser. Schön in die Lava reinfallen. Ich versuche jetzt hier nämlich gleich wieder rauszukommen. Ach, das hat jetzt gebraucht. Na, hier, das wollte ich noch. Bisschen Kohle. Ein Eisenstück hat sich natürlich ziemlich gelohnt, ne? Naja. Ist mehr als gar nichts, also von daher. Naja. So, hier nehmen wir jetzt, wie gesagt, noch ganz schnell die Kohle mit. Weil. Ah, Mann. Kohle kann man immer gebrauchen. Dann gehen wir irgendwann anders hier nochmal runter. Ich möchte jetzt, wie gesagt, erstmal hier die Scheißkohle mitnehmen. Weil Kohle ist wichtig. Kohle ist scheiße wichtig. Und wenn man keine Kohle mag, dann hat man ein Problem. So. Hier oben haben wir noch Kohle. Ich habe gleich ein 64er-Stack voll. Oh ja, ich habe gleich echt ein 64er-Stack voll. Ganz ehrlich. Ach Mann, wo kommt ihr denn die ganze Zeit her? Spawnt ihr da hinten oder was? Ach ja. Jetzt reicht's mir. Jetzt Prügel. Oh, warte mal. Wenn er über mir hier ist Wasser, das ist natürlich nie so gut. Geht's einfach mal daran vorbei. Ach, der Frederik schon wieder. Schießt mich hier schon wieder ab. Der alte Schinken-Makaroni-Dieb. Ich nehme jetzt hier einfach das Eisen noch mit. Damit ich raus hier. Ach, wie wird. Ihr wollt mich doch verarschen. Kommst du her? Au. Intelligent. Diese Tiere sind intelligent. Auch wenn es jetzt gerade eigentlich gar kein Tier war, sondern ein Zombie, ein früherer Mensch, der gestorben ist. Aber hey, diese Tiere sind intelligent. Okay. Ach, hier ist noch Eisen. Das nehmen wir auch einfach noch mit. Und hier die Kohle. Müssen wir ja auch nicht unbedingt, wie gesagt, liegen lassen. Ist ja wertvoll, ist ja sehr wertvoll. Ist ja Mensch. Damit können wir so viel anfangen halt. Boah, damit können wir erstmal ordentlich Glas brennen. Und auch ordentlich Fackeln und alles erstellen, ne? Ja, apropos Fackel. Naja, so. Respekt an mich. Dass ich so viel Kohle hier finde. Alter, wie viel habe ich denn jetzt? Das ist Sache. 64er Stack. Fast. Also wirklich ganz, ganz knapp. Warte mal. Ah, schade. Jetzt bin ich gespannt. 63er Stack an Kohle. Mich hier irgendwo noch einen Kohle. Oh. Uff. Ich möchte hier raus. Ich will hier raus. Hey. Ich will hier jetzt nur noch raus. So. Ach, noch ein Rubin. Den nehmen wir doch noch mit.
Ja. Ich glaube, wir machen mal so. Damit sie mit keinen Problemen mehr. Jetzt gehen wir. Machen wir uns auf den Weg zurück. Nur um mal sicher zu gehen. Ach, hier haben wir noch Eisen. Müssen wir auch direkt mitkommen. Hat doch keinen Grund, hier geizig zu sein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Von dort oben komme ich wiederum. Also von dort hinten oben. Oh Gott. Tja. Ich bezweifle, dass ich hier mit 6 Pflastersteinen hochkomme. Na doch, hat geklappt. So viel wieder mal zu meinen Zweifeln. Okay. Haben wir jetzt eigentlich? Nein, haben wir nicht. Denn ich will jetzt meinen 64er Stack Kohle. Tja. Da knipst du mir erstmal noch das Licht aus. Ist auch nicht die feine englische Art, ne? Ich will eigentlich echt noch meinen 64er Stack Kohle. Das finde ich hier Eisen. Gibt's doch gar nicht. Hör mal. Soll ich mich hier runterspülen lassen? Hm, zu spät. Jetzt muss ich mich hier aber auch wieder hochspülen lassen. Also hochspülen lassen geht nicht. Ich muss nach oben, mich nach oben arbeiten. Ui, jetzt bin ich fast runtergefallen. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? In die andere Richtung genau. Hier lang. So. Machen wir hier einfach ein Kiesding hin. Jetzt hier hoch. So. Wir haben einen 64er Stack Kohle. Und einen 15er Stack Eisen. Das ist jetzt nicht so viel. Ich dachte eigentlich, das wäre mehr gewesen. Oh. Ja, bitte. Nein, nein. Nee. Ich komme heute nicht mehr nach Hause. Hm. So. So. Jetzt. Hey. Ah. Das ist mir egal, oder? Warte mal. Was war das denn gerade schon wieder? Ach, Eisen. Ich bin ja gerade noch am Hoffen, dass ich eventuell das Vieh hier finde. Hm. Nö. Scheinbar nicht. Gut. Aber dann gehe ich jetzt nicht. Ach. Level 10 sind wir mittlerweile. Fast Level 11 sogar. Das ist super. So. Maßlos überzogen diese Folge. Aber hey. Eventuell splitte ich die dann auch mal. Muss ich halt mal schauen. So. Ja, ja. Jetzt können wir doch schon mal Folgendes machen. So. Und
So wie die Stadt. So und nicht anders. Uff. So, und jetzt würde ich sagen, ich habe gar keine Thumbnails gemacht, egal. So, jetzt würde ich sagen, in diesem Sinne, like, um da und ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Hubert Schubert. Entschuldigung, nochmal. In diesem Sinne, Licky Bum Bum Down, ciao Leute. Euer Shinigami. Bis zum nächsten Mal.